Herzlich willkommen wieder bei neulichimgarten.de/blog. Kurzes Update von den Bienen. Habe ich doch gerade einen Schreck hier bekommen. Bisher war das in der Bienenkiste ja immer recht friedlich. Da hinten hingen so ein paar Bienen drin rum. Jetzt mache ich die Kiste auf. Da ist da hinten voll bis zum geht nicht mehr mit Bienen. Ich wollte das, habe das einmal schon mit dem Smoker reingehalten. Das war alles voll mit Bienen. Das Brett hier hinten, alles voll mit Bienen. Puh, habe ich da einen Schreck bekommen. Mal sehen, ob sie wieder alles aufgefressen haben. Klar. Ey, ey, da kann einem ja echt mulmig werden hier. Letztens bin ich sogar mal gestochen worden. Also beim letzten Füttern. Da habe ich mir eine Zeit ausgesucht, da war es leicht am Nieseln. Der ganze Stock war voll, also jetzt nicht bei der Bienenkiste, sondern bei der anderen. Ich nehme den Deckel ab, will den auf Seite legen und hau da irgendwo mit gegen. Ein Schwarm von weiß ich wie viel tausend Bienen sind da um mich rum. Ich bin gelaufen bis zu den Kartoffeln hier, 30 Meter. Ich glaube zwei oder drei Stiche habe ich abbekommen. Da wurde mir ganz anders. Also ich muss mich langsam dran gewöhnen, dass die Dinger hier noch einen Blick rein da hinten, bevor ich jetzt wieder mit der Zuckerlösung zusetze. Zustelle. Ich glaube, die haben sich ganz gut gemacht. Also entweder mein Imkerlose hat sich verschätzt. Er hat mir nämlich zwei solche Kanister gegeben hier mit Futter und meinte, damit müsste ich hinkommen. Oder meine Bienen sind besonders gefräßig. Also den ersten habe ich so gut wie leer. Oder ist leer. Und der zweite, da ist auch nur noch für höchstens zweimal drin. So, jetzt wird's hart. Jetzt gucken wir mal nach der anderen Kiste. Ich habe jetzt heute das Stativ nicht dabei. Muss ich die Kamera mal irgendwie so abstellen. Hier, mit dem Deckel. Beim letzten Mal war noch mehr dran. Bin ich voll gegen so einen Ständer von meinem Bienenstand hier gestoßen. Boah, da konnte ich was von rennen. So, jetzt habe ich wieder das Problem. Anfangs habe ich das alles ohne Smoker gemacht, aber das geht so nicht. Ich glaube, ich muss die mal da vertreiben. Da kommt ja kein Mensch dran, da kann ja kein Mensch hochheben. Tut das noch? So, am besten verziehe ich mich jetzt mal für eine Minute und hoffe, dass die da sich langsam in den Bau zurückverziehen. Also man sieht, hier geht es richtig rund. Man kann auch schön sehen, wie die immer hier versuchen, an die Kiste ranzubauen. Also jeder Zwischenraum, der da entsteht, wird gebaut. Jetzt sieht man auch hier unten an diesem Futtertopf. Also da ist ja ein kleiner Spalt frei. Da wird direkt gebaut. Jetzt muss ich die da irgendwie wegkriegen. Uhuhu. Man hört das vielleicht im Hintergrund. Puh. Ich hätte mir vielleicht doch besser ein langärmliches Hemd anziehen sollen. So, jetzt habe ich sie alle verscheucht. Jetzt kann man das noch mal besser sehen, wie die hier dran bauen. Machen wir das mal ab. Und oben gucke ich mal, ob ich das auch abkriege. Nee, hier das mache ich nicht ab. Das lasse ich mal so dran. Jetzt muss ich die nur noch von den Stöckchen wegkriegen und dann wird er wieder aufgefüllt. So, jetzt habe ich die Futterschale wieder reingestellt. Und kann
kann die ganze Sache wieder zumachen. Ich hoffe nicht, dass ich noch mehr zerdrücke. Also man kann ganz gut sehen, bisher war das eigentlich irgendwie recht einfach. Aber jedes Mal, wenn ich aufmache, sind da mehr Bienen drin. Und da geht der Herzschlag schon etwas nach oben. Aber ich denke, ich bin immer noch auf dem richtigen Weg. Gut, wer mehr wissen will über Bienen, über Hobbylandwirtschaft, über Tiere, Kaninchen, Enten, Hühner, großen Garten, der soll nachsehen auf neulichimgarten.de/blog oder YouTube-Kanal RR Hase. Da gibt es eine ganze Menge interessanter Filme. Gut, bis dann. Tschüss.